So, servus allerseits. Heute möchte ich ein neues Format vorstellen, genannt Gekonnt gekontert. In diesem werde ich pro Folge je ein einzelnes Argument der uns gegenüberstehenden oft regressiven Opposition nehmen, beleuchten, parieren und inhaltlich aushebeln. Und beginnen möchten wir heute mit dem Thema Religionsfreiheit. Dieses Schlagwort, welches sich auf Artikel 4 des Grundgesetzes bezieht, wird oft und gerne missbraucht, um ein mit unserer säkularen und fortschrittlichen Gesellschaft nicht vereinbares Verhalten zu rechtfertigen und durchzusetzen. Dazu einige Beispiele, bitteschön. Wir sind heute zu Besuch bei Familie Al-Hamid. Herr Al-Hamid ist in Syrien offiziell mit zwei Ehefrauen verheiratet, denn nach islamischem Recht und auch per Gesetz ist das erlaubt. In Deutschland gilt aber die Vielehe nicht. Es ist nicht erlaubt, zwei Ehefrauen zu haben. Deshalb ist sie seine Ehefrau und sie ist seine Freundin hier in Deutschland. Das Gesetz ist nun mal halt so hier. In Deutschland ist die Vielehe verboten. Die Zweitfrauen haben dennoch in einigen Bereichen Rechte, zum Beispiel im Erbrecht und bei der Witwenrente. Keine Vorteile haben sie im Ausländerrecht. Wie viele Männer mit mehreren Ehefrauen in Deutschland leben, ist unbekannt. Vielehen werden nicht statistisch erfasst. Kinderehen sollen in Deutschland verboten werden. Laut Stuttgarter Nachrichten will die Bundesregierung Eheschließungen von Jugendlichen unter 18 Jahren verbieten. Zwar sind derzeit Ehen erst mit der Volljährigkeit erlaubt, doch Ausnahmefälle sind möglich. Anlass ist die gestiegene Zahl von Kinderehen in Deutschland. Dies liegt vor allem an der starken Zuwanderung von Muslimen. Zurzeit leben fast 1500 verheiratete Kinder und Jugendliche im Land. Die Bundesregierung hat ein Gesetz zur Beschneidung von Jungen auf den Weg gebracht. Danach bleibt die religiöse Beschneidung straffrei. Juden und Muslime begrüßten den Beschluss. Die Beschneidung ist demnach zulässig, wenn die Regeln der ärztlichen Kunst eingehalten werden und das Kindeswohl nicht gefährdet ist. Das ist unser Grundgesetz. Klein, aber es hat es in sich. Da gibt es zum Beispiel den Artikel über die ungestörte Religionsausübung. Aber auch der Tierschutz steht im Grundgesetz. Was das eine mit dem anderen zu tun hat? Eine Menge. Denken Sie mal an das sogenannte Schächten, also das rituelle Schlachten, bei dem die Tiere möglichst komplett ausbluten sollen. Höchste Gerichte haben sich in Deutschland schon mit dem Thema befasst. Das Ergebnis: Schächten ist in Deutschland zwar grundsätzlich verboten, aber es muss Ausnahmen geben. Begründung: Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Jetzt laufen die Tierärzte Sturm gegen die Ausnahmen und unsere Politiker tun sich schwer mit der Thematik. Ulrich Neumann berichtet. Ein muslimischer Schlachthof in einer Stadt in Niedersachsen. Hier wird einem Schaf bei vollem Bewusstsein die Kehle durchgeschnitten. Das Schlachten ohne vorherige Betäubung nennt man auch Schächten. Ein religiöser Brauch im Islam und im Judentum. In Deutschland aber zurzeit nur praktiziert von einem Teil der Muslime. Die Folge des betäubungslosen Schlachtens: ein minutenlanger, qualvoller Todeskampf. Die Bundestierärztekammer schätzt, dass bis zu 500.000 Schafe auf diese Weise in Deutschland pro Jahr der Religion wegen geschlachtet werden. Also abgesehen davon, dass Religionsfreiheit nur so weit gehen kann, insofern sie andere Gesetze nicht tangiert, in diesem Fall das Tierschutzgesetz oder das bürgerliche Gesetz, welches Frühehen und Polygamien regelt, möchte ich mich diesem Thema mit einem anderen juristischen Aspekt annehmen, der leider oft übersehen wird. Hierzu betrachten wir Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes, welcher sinngemäß besagt, dass man aufgrund seines Geschlechts, seiner Rasse, seine Ethnie, Herkunft, Sprache und oder Religion nicht nur nicht benachteiligt werden darf, sondern explizit, dass man aufgrund dieser Eigenschaften auch nicht bevorzugt werden darf. Dieser letzte Nachsatz, der wurde bei gegebenem Handicap weggelassen, was an der Stelle auch gut darlegt, dass dieser Paragraph angelehnt ist an den gesunden Menschenverstand. Ich darf das nochmal an der Stelle für Herrn Maaßen de Maizière und Konsorten übersetzen, denn da steht nichts anderes als gleiches Recht für alle, unabhängig von Konfession, konsequent ohne Welpenschutz und oder Narrenfreiheit. Und in diesem Sinne fordere ich die sofortige strafrechtliche Verfolgung jeglicher Fälle von Tierschächtung, Kindesbeschneidung, Kindesehen
und Vielehen. Und jetzt dürft ihr in den Kommentaren darüber philosophieren, welche Bevölkerungsgruppe sich dagegen wehren wird. Und an all diejenigen, denen es missfällt, was ich hier vorgetragen habe, die das dann gerne als Hetze oder als Minderheitenverfolgung abtun, richtet eure Kritik nicht an mich. Ich zitiere lediglich aktuell geltendes Recht. Wir können uns auch gerne über Philosophie und die ethischen Hintergründe dieser Paragraphen unterhalten, aber Gesetz ist Gesetz. Und ob wir das einzuhalten und zu achten haben, das verhandeln wir als Gesellschaft nicht mit einzelnen Individuen. Weder aus Politik noch aus einfacher Zivilbevölkerung. Einen angenehmen Tag wünsche ich.